Hallo liebe Kartenfreunde und herzlich willkommen zurück zu diesem blöden Duell, ein Duell der Tränen. Überspringen wir jetzt einfach mal. Benutzen das Geschichtsdeck wieder. So. Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Wir hätten nur Monster, die mit 1,6 oder mehr, oder 1,4 und mehr. Und ich habe nur Monster, die wenig Verteidigung haben. Kraft der Magie ist schon nicht schlecht. Setzen wir. Okay. Okay. So, wir müssen halt jede Zauberkarte oder Feind. Okay. Das ist ja aktuell 0. Okay. So, kann ich jetzt nicht. Okay. Beschwören wir ihn. Das Typ Fee, das mit der Karte umzugehen, erhöht dann ATK und der von 300. Aktivieren. Auf ihn. Das heißt ja, er hat ja jetzt 2-3. Okay. Das ist natürlich total übertrieben, was ich gerade mache. Das heißt, er hat jetzt 3-1. Ja, komm. Bitte reine Friedhofskarten. In Angriffsposition drehen. Battleface. Angriff. Ja, los. Angriff. Sehr schön. Ja, so ist es einfach. Etwas vorhin in den anderen Part gehabt. Oder ein Part davor. Okay. Das war gerade anders geplant. Sehr schön. Quatsch. Battleface. Angriff. 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 Der Zauber Pech gehabt wahrscheinlich mit den Karten. Ey, gib auf, Tier. Ich habe nicht die Karten, um zu gewinnen. Ich habe gewonnen! Gut gemacht, ja. Kam es wirklich durch für Yugi. Gute Partie. Was auch immer, ich brauche diese Sternchips sowieso nicht. Mai gab ihre Sternchips ab, um begangen wegzulaufen. Rannte weg, ne, oder ging weg. Warte, May, ich muss dir echt etwas fragen. Wenn du die letzte Karte gespielt hättest, hättest du nicht gewonnen. Es war eh für nichts. Es gab nichts, was für Herr Tier hätte stoppen können. Zu schlagen. Einige Karten sind einfach nicht wert, gespielt zu werden, hä, Yugi? Danke. Yugi, ich gewann diese Sternenchips für dich. Ich weiß, vielen Dank. Klar doch. Ich werde nie vergessen, was du für mich gemacht hast.
dir, du überwanderst deine Ängste für mich. Und du hast mir den Mut gegeben, mich mit meinen umzugehen. Ich werde wieder duellieren und hoffentlich werden die Folgen nicht so schlimm, wie ich fürchte. Jo. Das Duell. Ich hatte ein neues Deck. Booster Pack. Signaturkarte. Oh, fehlen wir schon. Haben wir schon sehen. Handpreis. Boah. Handpreis. Ab hier. Ahnung. Ab hier ein Flederwisch, genau. Ah, und natürlich wieder Siegespunkte. Dann kommen wir. Duell Identität. Die Zeit war gekommen für die Duelisten Kingdom Turnier Finals und Yugi und Joey waren mehr als bereit. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue mit der Entscheidung, mich wieder zu duellieren. Aber mit Großvaters Seele auf dem Spiel muss ich. Yugi und Joey gingen in die Arena und trafen sich mit den beiden anderen Finalisten, May und Bandit Keith. Bandit Keith hatte seinen Weg in die Finals betrogen, hatte keine Pläne jetzt zu stoppen. Also aufzugeben, aufzuhören oder gestoppt zu werden, je nachdem. Yugi, Joey, May und Bandit Keith. Ich begrüße euch alle in den Playoff Arena. Hier ist, wo die letzten großen Monster-Duelle geführt werden, um die Meisterschaft des Duelist Kingdoms zu bestimmen. Nur einer von euch wird als Sieger hervorgehen, nur einer von euch wird die 3 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen und natürlich der Sieger in den Playoffs verdient das Recht, mich im Finale herauszufordern. Der Sieger wird eine Bitte gewährt, was auch immer sein oder ihr, was immer sein oder ihr Herz am meisten wünscht. Und wenn es in meiner großen Macht steht, dies zu tun, wird der Wunsch gewährt. Der Sieger wird auch als der umstrittene Duelist Kingdom Meister erklärt werden und die Nummer 1 der Welt. Und Jungs, das werde ich sein. Sicherlich ist jeder Duellant, der so weit gekommen ist, in Erkenntnis gekommen, dass der Titel und das Geld nicht der eigentliche Preis ist, nicht wahr? Du bist ein normaler Komiker. Das Geld ist alles, was ich brauche für die Operation meiner Schwester. Ja, ja, ich bin sicher, einige von euch haben andere Gründe, in diesem Turnier dabei zu sein als andere. Ist das nicht so, Yugi? Du hast meines Großvaters Seele und Mukubas und sogar Seto Kaibas in Gefangenschaft. Aber ich werde einen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das erste Halbfinale war Yugi gegen May. Und May, nun befreundet mit Yugi war, spielt sie, um zu gewinnen. Obwohl sie May befreundet. Früher dachte ich, die einzige Person, die ein Duellant vertrauen könnte, war sich selbst. Alle anderen waren nur Gegner. Dann traf ich Yugi und ich lernte durch ihn, dass auch die stärksten Gegner in der Arena außerhalb Freunde sein können. Wenn er mir nicht seine Sternchips ausgeliehen hätte, hätte ich vielleicht es nie in die letzte Runde geschafft. Ich stehe in seiner großen Schuld. Ich habe Yugi ein ehrenvolles Duell versprochen und genau das ist das, was ich ihm geben werde. Aber wenn er denkt, das heißt, ich werde nicht alles geben, dann träumt er. Ich werde diesem Spiel alles geben, was ich habe. Und wenn Yugi untergeht, wird es ein Sieg sein, auf den ich stolz sein kann. Ich versprach ihm ein ehrenvolles Duell. Nicht leichtes. Naja, das ist Deutsch wieder. Und wieder das Geschichtsdeck. Wir nehmen diese flache Hand und fangen natürlich an. So. Aber hier. Wir setzen dich. Muss normale Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen, wären also 8. Ich? Aha, so sehe ich, wie ist das Deck? Einmal, zweimal, eins.
Nehmen wir ihn hier. Sehr schön. Ein bisschen unter Druck setzen. Okay. Also erstmal die Battleface gehen, ist ja klar. Angriff, weg damit. Hat das Effekt? Oh, keins. Und. Nö, komm, Endface. Du musst nicht so gierig spielen. Was ist er hier? Ja. Battleface. Ah. Nee, Quatsch. So, greifen wir nochmal an. Nochmal. Und Endface, für ein schnelles Duell. Wenn der jetzt nichts hat, ist Game Over. Und selbst dann für den Monster Reborn spielen. Was ist der Kreis? Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster das Gegners willst. Das richtig. Battleface. Angriff. Und Angriff. Und noch ein Angriff. Sehr schön. Easy. May Valentine ist geschlagen. G zu E, zu W, zu den O, zu den N, zu E, zu N. Sieg. Yugimoto, warte mal. Es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Ja? Danke, dass du gesagt hast, ein Duell kann mehr aus einer Niederlage lernen als ein Sieg. Und du hattest recht. Aber du, May, hast mir eine Menge heute beigebracht. Ich musste meine eigenen Ängste und Schwächen konfrontieren, oder ich hätte dich nie besiegt. Es ist furchtbar nett von dir, das zu sagen, aber es scheint mir, dass ich auch noch eine Menge mehr zu lernen habe. Übers Duellieren, über mich selbst. Aber dann denke ich, kein Duellant lernt jemals alles, was es zu wissen gibt. Und vielleicht die wichtige Lehre ist, dass die Niederlage nicht für immer sein muss. Du hast dieses Duell gewonnen, Yugi, aber es wird andere geben. Du und ich werden uns in der Arena wieder treffen, Kleiner. Und wenn wir das tun, solltest du besser aufpassen. Naja, Mädel, mach mal. So, was bekommen wir Schönes? Duellant, My Valentine Harpier 1, My Valentine Zeichen der Harpier, Battle Pack 2, War of the Giants, Yugi als Booster entriegelt, Ignorkarte von Spieldrachen der Harpien, Jagdgründe der Harpien, neuer Preis, Zeichen der Hysterie und natürlich 1400 Siegespunkte. Ja. Süß. So, ich will kurz was gucken. 22,4 abgeschlossen von der Serie, 4,4 von der Kampagne. Uiuiui, ist auch alles von uns. Ja, ich habe auch sowas mit Booster Decks gelesen, Battle Pack. Draft, Kartenshop hier vielleicht? Oder heißt es so, dass ich diese Booster-Serie kaufen kann? Ah, so. Gut, das wollte ich noch wissen. Deck ändern, Battle Pack, Multiplayer, Einzelspieler. Kampagne zurückgehen.
So, das war's auf jeden Fall jetzt in dieser Folge. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann wisst ihr, was ihr machen könnt, um es auszudrücken. Ansonsten, wer Bock hat, gegen mich zu spielen, ihr könnt mich einfach mal auf Steam adden. Schreibt mich dann an, dass ihr mit mir spielen wollt oder gegen mich mal spielen wollt. Können wir gerne mal eine Runde zocken, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, für alles, was ihr in dieser Folge wieder für mich getan habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf Wiedersehen.